Brüder. Quicksilver, du als Gewinner dieses internationalen Events, wie fühlst du dich jetzt gerade so? Ja, ich habe endlich nach Jahren mal ein Turnier gewonnen, international. Das wurde dringend Zeit. So wie du spielst, wurde es wirklich langsam echt Zeit. Ja, ich war schon nach dem ersten Set ziemlich down, aber ich bin dann an die frische Luft, habe mit ein paar Leuten geredet, habe über die Fehler nachgedacht. Das hat eigentlich ganz gut gewirkt. Du hast auch im ersten Set nicht schlecht performt, aber Heru hat sich einfach durchsetzen können. Er hat die Nerven behalten, wohingegen du im ersten Set tatsächlich einfach irgendwo die Nerven verloren hast. Ja, Panic Air Dodges. Ja, Angst Air Dodges nennt man das in der Fachsprache. Ich habe dann versucht, in so einem Set das nicht mehr zu machen und nicht so viel Down Smash spammen. Also und immer in Bewegung bleiben. Genau, und im zweiten Set hast du sehr viel sicherer gespielt und hast sehr viel mehr um Meternet herumgemoved, so schwer das klingt. Aber du hast tatsächlich geschafft, einen Weg zu finden, um Meternights unglaubliches Aerial Game herumzuspielen und ihn in den Grundfesten seiner Top-Tier-Haftigkeit zu erschüttern. Wie fühlst du dich denn jetzt, Wie fühlst du dich denn jetzt, wo du es mit einem grauenhaften Xavi Sirius und Samus geschafft hast, ein internationales Event gegen einen hervorragenden Meternight-Spieler aus einem fremden Land zu gewinnen? Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Was ist dein Gefühl? Awesome. Awesome ist ein sehr schönes Gefühl. Quicksilver, hast du abschließende Worte für den Stream, der da gerade zuguckt, oder für das gesamte Turnier, oder für die 45 Viewer, die wissen wollen, wie es dir geht? Ja, Shoutouts an meine Crew vor allem, ja? Alle, die zuschauen. Wer ist denn deine Crew? Wer ist deine Crew? Ja, also, das wären Blub, Muka, Clate und Karentire. Also soweit keiner, der sich hierher getraut hat, wie wir sehen. Okay, als einziger Repräsentant der Repräsentant. Steve natürlich. Als einziger Repräsentant der Crew. Ja, Strawheads sind die besten, Mann. Strawheads sind die besten, Alter. Ich hab natürlich Ufuk vergessen, dieses Opfer. Hoffentlich guckst du zu. Man vergisst niemals Ufuk, dieses Opfer, und ich hoffe, er guckt zu, Alter. Ufuk, das hat dein Main gemacht. Das hättest du auch machen können, Opfer. Aber stattdessen bist du im Urlaub. Okay, Quicksilver, ich danke dir recht herzlich für dieses Champions-Interview. Das hat mir sehr gut gefallen. Bloody, du als sehr schlecht abschneidender Spieler. Ja. Welche Platzierung würdest du denn erringen heute? Ich habe 13. Platz gemacht. War jetzt nicht so toll, aber... Also du warst heute genauso schlecht wie Akuma? Ja. Nicht so gut. Bloody, was für ein Charakter hast du denn gespielt heute den ganzen Tag über? Wario. Wario ist tatsächlich nicht einer der besten Charaktere, aber einer, der durchaus mal für eine Überraschung sorgen kann. Wario ist schon High-Tier-Charakter. Ist das denn so? Ja. Er kann definitiv Turniere gewinnen, wie Akuma sagt, genau. Aber mir fehlt einfach die, ich will nicht sagen Erfahrung, aber die Spielpraxis fehlt mir. Du bist also der Meinung, du hast dich zu wenig vorbereitet, um dieses Turnier tatsächlich so erfolgreich abschneiden zu können, wie du es dir gewünscht hättest. Ja, ich habe Schläger unterschätzt. Also Schläger, muss man sagen, diese ganzen Benehungs, die haben tatsächlich Großartiges geleistet in den letzten Monaten. Die haben sehr viel zusammen gespielt, sehr viel trainiert, sehr viel auch ihre eigenen Matches analysiert und sich halt angeguckt, was sie da machen. Ohne Scheiß. Also die Berliner sind auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. So wie wir haben gesehen, Chozo ist 3. Platz geworden. Ja. Wer hätte mit sowas gerechnet? Keiner. Also... Ja, auf jeden Fall Hype für Chozo. Hype für Chozo, definitiv. Der richtig krass gespielt hat, vor allem mit seinem Bowser. Das war der Hammer. Wir erinnern uns alle noch an das Upset, als Chozo Eddie Zero to Death Combo hat. Ja. Warst du dabei? Da war ich dabei, auf jeden Fall. Awesome wie Sau, nicht, oder? Ja, erstmal geschockt, aber gleichzeitig habe ich mich auch irgendwie gefreut für Chozo. Auch Klar. Wenn Eddie mein Crewmember ist, trotzdem habe ich mich gefreut für Chozo. Das ist der Sportsgeist, den wir so schmerzlich vermissen.
Weil, ja, ich bin schon zufrieden mit meinem Result. Ja. Digga, Top 8 in Europa, also mit internationaler Competition, ist nicht schlecht, ja. Und ja, das Turnier hat mir sehr gefallen. War für mich das zweitbeste. BB1 war das Beste für mich, weil halt Ramin das erste Mal in Deutschland war. Und es hat mir halt gefallen, dass er dort war. Also du würdest sagen, Akuma ist schon kein schlechter Turnierorganisator für Brawl-Turniere, also für Brawl-Verhältnisse. Ja, definitiv nicht. Ja, also er ist der Beste. Okay. Also du meinst, er hat seine Nachteile, aber er kämpft sich langsam hoch unter den. Was los? Nein, Garuk, danke für deine Meinung. Hat mir sehr gut gefallen. Schön, dass du hier warst. Wir machen weiter mit Takun. Wir machen weiter mit Takun. Takun, welchen Platz konntest du erringen auf diesem Turnier heute? Ich war bei den Amateuren im Semifinals. Bei den Amateuren im Semifinal, im Loser-Semifinal. Das heißt, du bist Fünfter geworden. Ja. A Single Elimination, das heißt, du bist Dritter. Geteilter Dritter. Wir sind ja hier positiv, wir sagen geteilter Dritter. Du bist geteilter Dritter im Amateur-Bracket geworden. Wie viel Spaß haben dir die Pools gemacht, bevor du halt erfahren musstest, dass du mit den Noobs spielen musst? War sehr witzig, also ich habe Garok einmal gezogen. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast ein Match von Garok gezogen? Wir haben erfahren, dass er Siebter geworden ist. Gar nicht so übel deinerseits. Ja, also ich bin sehr stolz auf mich selber, dass ich einfach gute Matches reißen konnte. Aber ja, ich dachte, ich könnte ein bisschen besser werden. Ja. Du hast also schon mit dem Pro-Bracket gerechnet? Ja, genau. Du hast den fünften Platz in deinem Pool gemacht, nehme ich an? Ja. Okay, ich sag mal, das ist keine... Wie viele Pools gab es? Acht, ne? Bei 8 Pools, dann tatsächlich von den 5, 6 und 7 Platz. Ich glaube 7 Member war das Maximum. 6 war das Maximum? Ja, 6 bis 7, ich sag 7 war das Maximum in den Pools. Okay. Du bist jedenfalls ins Amateur-Bracket. Ins Amateur-Bracket Halbfinale gekommen. Das sollten wir aber nicht unterschätzen hier. Also, Warte mal, hätte ich gerade gecrawled? Was? Nee, wir sind alle. Wir sind. Okay, wie ist denn das Konzept zu deiner Talkshow? Wird sie besser als meine Talkshow sein? Was? Nein. Auf gar keinen Fall wird sie das sein, nein. Die Konkurrent wird aus dem Bild geschoben, wir interviewen Schläger. Schläger, mit dir hatte wirklich gar keiner gerechnet und dann kommst du an und machst so verrückte Scheiße. Schläger, welche Platzierung konntest du erringen, nachdem du Pool Erster geworden bist? Ich bin Neunter geworden. Gegen wen durftest du denn das Zeitliche segnen? Ja, fast schon sterben. Gegen Chozo. Gegen Chozo im Winner Bracket? Genau. Dann. Gegen wen im Loser Bracket? Gegen Tsuna. Gegen Tsuna Yoshi darf man schon mal verlieren. Das Ding bei Tsuna Yoshi ist, er weiß, wie man die Balloons pappt auf Smashville. 5-1 mit dem Balloons Popping, also gegen Tsuna Yoshi kann man schon mal. Also das ist keine Schande. Welchen Charakter hast du gespielt? Ich hab sie. Er hat Zero Suit Samus gespielt, ein Charakter, der dieses Turnier gewinnen kann. In der Tat. Was hältst du von Zero Suit Samus als solches? Ist es ein eher guter Char? Ja, Zero Suit ist ein sehr guter Charakter. Kann man mit Zero Suit Samus sehr gut gegen Sharking vorgehen? Gegen Sharking? Es kommt drauf an. Down Smash ist halt langsam. Aber die Down Smash verursacht schon awesome Lags beim Sharking, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Aber man kann kein Follow-up machen. Du kannst Down ja machen. Und Spiken. Also kommt darauf an, wie hoch der Meternet ist, aber zwei, dreimal hätte Glück machen können. Okay, also wir merken, Zero Suit Samus ist euer Got-to-Go-Charakter auf den nächsten Brawl-Turnier in Meta Knight. Meta Knight ist ein scheiß Witz. Spielt Game mit Watch Dittos, Digga. Ich hab bei 50% gekillt. Game Watch Dittos? Ja, nein. Game Watch gegen Meta Knight. Du hast einen Meta Knight mit Game Watch bei 50% gekillt. Was für eine Attacke hast du gemacht? Eine 9? Eine Down Smash so. Eine Down Smash! Haben Sie, Damen und Herren! Schläger, es war nett, dass du da warst, aber es wird Zeit zu gehen. Hau rein, komm. Nein, Digi, danke für das Interview. Hat Spaß gemacht. Wir wollen jetzt den. Selbstverständlich. Akuma hat keinen Bock übrigens, müsst ihr alle wissen, das hört man jetzt auf dem Stream. Das sieht man bei den 30 Vierer wissen, Akuma hat keinen Bock. Hero, you gotta do an interview, because you just placed second. You have got
to let me interview you about your awesome performance. Come on, Hiro. Hiro ist ein sehr schüchterner Spieler, deswegen hat er auch nicht gewonnen. Hiro is a really shy player, that's why he didn't win. Falls er das später auf YouTube sieht, weiß er jetzt Bescheid. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, wen wir heute nicht interviewen werden. Genau, so Dreck, Garok kein zweites Mal. Ich glaube, mich verbessert. Die haben Namen mit D und R und G und O und R. Ich bin völlig verwirrt. Brawler heißen alle gleich. Ja, dann. Garok. Also danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an Dennis auf jeden Fall fürs Commentary. Danke an Luma ebenfalls fürs Commentary. Danke an Liver für den Stream. Danke an Tommy, dass er sich um die Location kümmert. Isaac ebenfalls. Danke an alle, die teilgenommen haben und euch für den Stream. Andi, du als erfolgreicher Turnierorganisator. So, Dreck, geh mal weg, Garok. Weil das nahezu der gleiche Name ist. Andi. Jo. Leute mögen dich vielleicht unter dem Pseudonym Akuma besser kennen. Oder vielleicht unter dem Pseudonym .exe oder gar.kotze, wie man dich in Fachkreisen nennen mag. Das ist lang, ey. .exe. Wie war dieses Turnier für dich? Jetzt einfach deine Singleplayer-Performance. Nicht als TU, sondern einfach als Spieler. Wie hat's dir gefallen? Wie war deine Poolphase, Andi? Pools war okay. Welche Platzierung hast du in deinem Pool erzielen können? Alter. Warst du Topseed in deinem Pool? Ja, first. Hast du enttäuscht? Nö. Gegen wen verlorst du? Bloody. Gegen Bloody kann man schon mal verlieren. Er ist nämlich ein sehr, sehr großer Mensch. Wir hatten letzte Match auf Rainbow Cruise. Ich hatte Ice Climbers. Die habe ich bestimmt schon seit 6 Monaten oder so nicht gespielt. Gut, dass du sie genommen hast. Und dann noch auf Rainbow Cruise. Dachte halt so, ja, warum nicht? War sogar ziemlich knapp, also ich hatte den Lead und dann kam halt so ein Furz. Da hat Wario einfach mal gefurzt. Der Punkt ist, du solltest niemals die Damengase eines alten Mannes unterschätzen. Ja. Akuma, wie ging es danach für dich weiter im Bracket? Gegen wen musstest du in der ersten Runde, in der das Bracket noch relativ even war und es keine Verlierer und keine Gewinner gab? Ich glaube, erste Runde war gegen Bilos, war eigentlich... War free? Nee, free nicht, aber solide gewonnen, würde ich sagen. Also man hat schon gemerkt, so das wird, also man hat schon nach dem ersten oder zweiten Stock so gemerkt, es wird wahrscheinlich an mich gehen. Zumindest das erste Match, wo er Wario hatte. Hat er zu Meta Knight gewechselt, dann wurde es noch, glaube ich, Last Hit oder so. Last Hit oder so? Man weiß es nicht. Akuma, wie ging das Bracket für dich weiter? Wie konntest du performen? Ich habe dann gegen Hiro verloren, der jetzt Zweiter wurde. Gegen Hiro darf man verlieren. Wir haben gemerkt, er ist zwar sehr scheu, aber dafür ist er nicht schlecht im Brawl. War auch beides Last Hit irgendwie. Einmal Meta Knight, einmal Snake. Also ich denke, ich hätte auch gewinnen können. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ja, ist das im Leben. Eine Weisheit, die uns schon Akuma gelehrt hat. Damals auf Berlin Brawling 4-5. Und dann halt im Losers Bracket muss ich gegen Anoa. Gegen den hat auch Sodrek verloren. Ich habe tatsächlich Garok. Ich habe gesehen, wie Sodrek und Garok gegen Anoa verloren haben. Garok auch. Und Sodrek, Garok und ich sind ja eigentlich so die Top 3 gewesen in Brawl in Berlin. Wir haben ja zum Beispiel auch auf Argon 2, glaube ich, war es, haben wir Cruise im Tournament, wir haben Top 2 gemacht auf jeden Fall. Nicht schlecht. Und diesmal war halt Josos Tag. Also Josos ist ja auch Berlin. Und es war Josos Tag. Ja, es war auf jeden Fall. Homie Cook! Jo, und G-Man war auch geiler Hype heute. G-Man war vor allem in den Pools sehr geiler Hype. Gibt es noch Tierlist-Diskussionen oder bleibt Ganondorf da unten, wo er ist, nachdem G-Man im Bracket eher enttäuscht hat als alles andere? Jetzt, nachdem G-Man hier gewonnen hat, also ich finde, man sollte ganz klar Ganondorf auf jeden Fall wenigstens so 5 Spots höher machen oder so. Also nachdem G-Man das Turnier gewonnen hat. Er ist der Sieger der Herzen. Wenn hier einer der Sieger der Herzen ist, dann mein Co-Kommentator G-Man. Oder Choso. Choso ist für mich persönlich der Sieger der Herzen, weil Berlin. Dann kommen wir zur Organisation. Ich kann sehr gut reden, weil ich gar nichts getrunken habe. Kommen wir zur organisatorischen Seite des Turniers. Wie hat sich das für dich alles abgespielt? Hattest du Spaß? Gingen alle Matches so vonstatten, wie du es dir vorgestellt hast? Und vor allem, warum hast du im Melee Singles nicht mitgespielt, obwohl du das sehr gerne spielst? Melee Singles wäre viel zu stressig geworden. Es war so auch schon ziemlich stressig.
Vor allem ist es so anstrengend, was man ständig gefragt wird. Und dann kommt noch ein Edo, der irgendwie fragt, ob man Street Fighter 4 spielen will, obwohl ich da irgendwie gerade 5 Turniere am Organisieren bin oder so. Und ja, die Leute fragen so komische Sachen teilweise, wo man sich denkt, einmal kurz Gehirn einschalten und dann hättest du die Antwort. Und so geht es irgendwie halt die ganze Zeit und das ist halt ziemlich... Also du warst auf jeden Fall gut angepisst, ja, von den Leuten, aber... Ausgelastet. Ich hab mir auch das LAN-Kabel zerstört bei meinem Rage, weil halt immer die Host-Raumtür zugestanden hat und da führte halt das Kabel lang, das habe ich gesehen und da habe ich halt die Tür so voll weggesmashed irgendwie gegen die Stühle und dabei irgendwie da... In Vorbereitung auf das Turnier. Ja, es war noch relativ früh im Puls, es war noch okay, das ist noch relativ früh, weil wir konnten halt dann schnell ein neues LAN-Kabel... Ja, Danny hat das geholt, ne? Ja, Scott. Okay. Scott ist ein sehr guter Mensch. Ja. Akuma... Du hast mit diesem Turnier ja nicht nur es geschafft, ein Melee und Brawl Event unter einen Hut zu bringen, du hast es sogar geschafft, die Fighting Games in Berlin tatsächlich auf eine neue Ebene zu heben. Es gab nämlich tatsächlich teilweise drei Mann Round Robins in anderen Fighting Games. Akuma, andere Fighting Games betrachtet in Bezug auf diese Stadt. Wie sicher bist du, dass es Sinn hat, weiterhin Turniere zu organisieren für alle Fighting Games, die es so gibt? Außer King of Fighters, weil es furchtbar langweilig ist. Ach, King of Fighters so langweilig? Ja. Auf welchem Planeten lebst du denn? Auf Mutter Erde. Aber für wie sinnvoll hältst du es, weiterhin Marvel vs. Capcom Turniere zu halten oder Street Fighter 4 oder Street Fighter 3 First Strike Turniere zu halten? Wenn du das dann freue ich mich. Also ich hätte gerne für Marvel auch ein Top 8 Bracket gerade da. Ich hätte furchtbar gerne Top 8 Marvel gesehen, weil Marvel ist awesome. Ja, Marvel, ich bin zwar erst Street Fighter 4, obwohl ich es auch nicht so sehr mag, aber Marvel... Aber du heißt immerhin Akuma, nicht wahr? Nee, ich spiele aber Zangief in Street Fighter 4. Oh, okay. Ja, der ist gut. Ja, das ist okay. Sicher ist er das, denn du spielst ihn ja. Ja. Akuma, das Turnier findet morgen seinen Höhepunkt, wie ich gemerkt habe. Lotiers, Alter. Morgen Melee Lotier und Also auf jeden Fall mal hier Ankündigung an alle. Morgen Lotiers findet auf jeden Fall statt. Melee und Brawl, ne? Melee und Brawl, ja. Brawl ist Lotier +++. Da sind noch ein paar 3-4 Charaktere erlaubt, die normalerweise nicht Lotier sind. Weil die sind sowas so wie Meta halt, ne? So Sonic zum Beispiel. Ah, ja. Er ist erstens schwer zu spielen und zweitens auch nicht so dominant. Und jetzt ist auch kein wirklicher Sonic hier und außer Satan, der halt aber auch verschwinden kann. Also den kann man auf jeden Fall zulassen. Und überhaupt. Überhaupt hast du schon. Wird auf jeden Fall morgen nochmal krass laut hier. Pot 4 Euro Einsatz, ich glaube 33 Leute im Brawl laut hier +++. Und 50%, es wird nochmal irgendwie um die 70 oder 80 Euro gehen. Es wird hyped. Also, es wird auf jeden Fall krass. Da will ich auf jeden Fall auch hochplacen mit meinem Mario. Also da habe ich mir auf jeden Fall was vorgenommen. Eine ganz kurze Frage an dich, Akuma. Wie viel Geld konnte denn Quicksilver eigentlich mitnehmen, jetzt mal unter vorgehaltener Hand und ohne vor dem Stream zu reden? Als Singles hat er 120 gewonnen. Teams 45. Brawl, Melee Teams hat er auch mitgemacht, ne? Ja. Welcher Platz zweiter war? Ich glaube, dafür auch nochmal 10 Euro. Und dann nochmal Melee Singles, wurde er Vierter vielleicht? Dritter wurde er, ich wurde Vierter. Dann hat er da, glaube ich, nochmal 20 Euro oder so bekommen. Also ich glaube, er ist der Top-Verdiener. Neben Leon. Leon oder er, ich wird im Results-Thread auch alles gelistet, wer wie viel verdient hat und so. Also so ein kleines Master-Wertung, weißt du? Ja, klar. So eine Art Master-Wertung. Also, ich als sehr schlechter Spieler habe heute nur 10 Euro verdient. 22,50 verdient. Akuma macht Plus mit Turnieren, lass dir nie wieder was hosten. Richtiger Assi, er könnte das in die Pots einzahlen. Zweiter Platz in Melee oder Brawl Teams? Brawl Teams, mit wem hast du da geteamt eigentlich, Akuma? David, also so Dreck. Mit so Dreck, und das lief für euch doch sehr gut bis ins Grand Final, ja? Selbst Grand Final, wir haben ja 3-2 gegen Quick und Leon gespielt. Also für die beiden vorher als besten Spieler betrachteten Leute nicht schlecht. Akuma, hast du noch ein allerletztes Shoutout für die Community, für die 30 Leute, die uns noch dabei zugucken, wie ich versuche, dir Fragen zu stellen? Ich gebe dir das Mikrofon und gehe einfach weg, mich interessiert nämlich gar nicht. Jo. Ich bin ziemlich müde, muss ich sagen. Jo, nochmal danke fürs Zuschauen, also auch wenn es jetzt 30 Viewer nur noch sind, auf jeden Fall cool, dass ihr noch da seid und
Skater 2 Stream auf jeden Fall gucken. Ich denke mal, der läuft jetzt noch. Wir werden auch versuchen, den gleich zu gucken. Wir werden versuchen, den zu gucken. Und ich fand es auf jeden Fall cool, dass ihr zugeguckt habt und dass wir einen Stream hatten und dass alles läuft. Nochmal danke an Liver auf jeden Fall. Liver's the man. Also ohne ihn wäre hier auf jeden Fall einiges nicht so gegangen, wie es halt ging. Also danke an Liver auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, wir werden den Stream dann jetzt auch mal down machen. Und ja, sowieso größtenteils schlafen gehen. Wir versuchen noch Skater 2 Stream reinzubekommen. Ansonsten war es das. Wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr. Dennis, abschließende Worte sind folgendes. Welchen Platz hat Purple Edge gemacht? Den 5-Platzierten heute Abend habe ich den Arsch geleckt, weil er so awesome ist. Und wenn ihr morgen noch mehr Arschleckerei sehen wollt, dann guckt bei Brawlload hier zu, dann küsse ich Akuma die Kimme, wenn er Erster wird. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.